Heute bauen wir was, das habe ich ungefähr schon 6,8 Milliarden Mal auf YouTube gesehen, aber eben nicht so, wie wir es heute bauen werden. Dazu nehmen wir heute ein ganz edles Gehölz, was ich noch nie verwendet habe. Und zwar haben wir mal ein bisschen Nussbaum rausgelassen. Bin sehr gespannt, wie es heute rauskommt. Ich sage, let's go. So, jetzt haben wir die Leistchen hier. Jetzt möchte ich da Rahmen bauen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich die Ecken verbinden soll. Gärung will ich nicht. Ja, ich will eine Verzinkung, aber Fingerzinken ist zu klein. Ich habe da mal was gesehen, das habe ich auch schon mal probiert. Ein bisschen Abfall haben wir zum Üben. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es hin. Ich habe da mal so einen Schiebeschlitten gebaut, wo man so ganz feine Zinken machen kann. Also auf Fingerzinken, aber eben halt ganz schmale, das müsste das Ding sein. Sieht so aus, das dürften wahrscheinlich viele von euch kennen. Wer damals die Werkzeugkisten angeschaut hat, wird gesehen haben, dass das damals nicht so 100% funktioniert hat. Aber wir geben allem einen zweiten Versuch. Ein bisschen Material zum Üben haben wir auch. Da schauen wir jetzt ganz einfach, ob es mit Holz funktioniert und nicht mit Multiplex. So, das Wichtigste bei der Vorrichtung ist, dass ich mir erstmal die Höhe einstellen muss. So, leicht überstehend. Das ist jetzt irgendwo hier. Probieren wir jetzt mal. So, das wäre jetzt schon echt cool, wenn es passen wird. Das sieht jetzt mal so aus. Also von passen kann da noch nicht die Rede sein. Erstens sind wir viel zu hoch, das sieht man am Überstand. Und zweitens, das schaut auch nicht so cool aus. So, nach etlichem Hin und Her habe ich es hingebracht, allerdings habe ich auf der Rückseite ziemlich viel Ausriss. Das kommt daher, dass der Schlitz hier viel zu hoch ist. Also können wir die ganze Platte nochmal bauen. Schaut jetzt ganz gut aus. Es schaut auch so aus, als ob es passt. Allerdings, bevor wir das zusammenleimen oder wirklich probieren, müssen wir diese ganzen anderen Teile noch ein bisschen bearbeiten. Es soll ja ein Rahmen werden, da soll ja ein Boden rein und den müssen wir jetzt auch erstmal machen. Nussbaum ist ein sehr dunkles Holz, Esche ein sehr helles Holz, also ein wunderbares Kontrastholz. Das Ding habe ich eh schon 2 Jahre rumliegen, bin gerade froh, dass ich es endlich mal verwenden kann und einem sinnvollen Zweck zugeführt wird.
Oh man, da war ganz schön die Breite. Da müssen wir eh in mehrere Teile aufteilen. Das soll das kleinste Problem sein. So einfach baut man sich einen Boden. Schön geworden. Jetzt müssen wir aber in den Rahmen, oder dass in dem Rahmen der Boden hält, müssen wir jetzt hier Falze anfräsen. So denke ich es mir zumindest mal. Eine andere Reduzierplatte rein. Das sollte ja immer genau auf den Fräser abgestimmt sein. Gibt es übrigens auch im Shop. Und jetzt fräsen wir da einen Falz an. Ich nehme aber wie immer erst ein Probestückli, bevor ich mein endgültiges Teil fräse, weil wenn das am Arsch ist, das wäre sehr schlecht. Ja, wenn ich so einen Falz anfräse, das Holz splittern kann, fräse ich erst grob das grobe Material weg und am Schluss fräse ich nochmal ganz wenig fein weg und dann hoffe ich, dass ich eine super scharfe Kante habe. So, hier sehen wir gleich, ziemlich beschissenes Ergebnis. Gegen die Faserrichtung gefräst, lässt sich halt nicht immer vermeiden. Und den Ausriss, den wirst du halt nachher auch sehen. Das heißt, so geht's nicht. Ist natürlich scheiße jetzt, gell? Aber irgendwie müssen wir es machen. Naja, ein, zwei Zähne sind rausgebrochen, leider. Und hier unterscheidet sich wahrscheinlich dann doch wieder der Tischler oder Schreiner vom Bastler, weil die Konstruktion des Ganzen, ja, mach ich einen Falz rein, wie lasse ich die Rückwand ein? Das ist dann doch eher Fachwissen, was wir Bastler oder Schreiner jetzt eher weniger haben, sondern uns irgendwie durch irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwo aneignen, wo vielleicht fachlich jetzt nicht ganz so richtig ist. Naja, schauen wir, ob wir es am Schluss irgendwie hinpfuschen können, dass man es am Schluss nicht sieht. So, hier müssen wir jetzt einen Ausschnitt reinmachen, der genauso ausschaut wie hier. Und dafür haben wir eine Schablone angefertigt. So, die Schablone klebt man da jetzt drauf. Heute probiere ich mal was Neues. Ich habe hier Klebeband zuerst draufgeklebt und dann das doppelseitige Klebeband. Weil ab und zu kommt es vor, wenn man das doppelseitige Klebeband vom Holz direkt abzieht, dass das Holzfaser mitreißt. Das probieren wir jetzt heute einfach mal aus, ob das geht. Wenn es nicht geht, dann werden wir es relativ schnell merken. Ich hab die falsche Seite gesägt. Scheiße. Ich hab's oben jetzt reingesägt. Ich Volldepp. Scheiße. So eine Kacke. Ja, aber aufregen bringt leider nichts, ja. Müssen wir normal machen.
euch im Video schaut es natürlich immer so schwuppdiwupps aus, aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, in Wirklichkeit dauert es ein bisschen länger. Slimen wir das Ding mal zusammen und hoffen, dass es dann wenigstens was wird. Ich habe jetzt hier einfach Leim angemischt und das schmier jetzt hier rein, weil die Längsseiten halt nur stirnseitig braucht oder kein Leim aufbringen. Stirnseitig hält sowieso nichts. Rechtwinkligkeit, check. Jetzt schleifen wir es gleich, während der Leim noch feucht ist. Und dann vermischt sich der Schleifstaub mit dem Leim und pusht unsere Fugen zu. So, bestenfalls schaut es dann so aus. Und wenn es hier alles trocknet, dann können wir unsere Rückwand einpassen. Jetzt müssen wir aber, da wir keinen durchgehenden Falz fräsen konnten, zeige ich euch mal. Hier sieht man, ich konnte keinen durchgängigen Falz fräsen, sonst hätte ich die Ecken frei und das muss ich jetzt alles mit dem Stemmeisen kurz wegmachen. So. So, Länge müsste passen. Jetzt möchte ich, dass diese Verklebung genau durch die Mitte läuft. Das heißt, wir müssen jetzt was links und rechts abschneiden. Jetzt passt man den Boden nur ein. Ich glaube, man kann es hören. Der Bruder, der ist glatt. Den Leim lassen wir jetzt mal in Ruhe abbinden und dass wir dieses Spiel spielen können, brauchen wir so kleine Pucks. Ihr habt lange überlegt, wie ihr die machen könnt. Nein, ja, ich nehme keinen fertigen Rundstab aus dem Baumarkt. Rundstäbe kann man nämlich wirklich relativ einfach selber herstellen. Ich nehme jetzt hier Esche, weil ich leider nichts mehr anderes in der Dicke da habe. Daraus stelle ich mir jetzt eine rechteckige Leiste, eine sogenannte Kantel her. Und die hobel ich mir dann exakt auf die benötigte Größe runter. Thema Größe. Ja, Durchmesser durch 2. Und ihr habt den Abrundfräser, den ihr für euren Rundstab benötigt. In meinem Fall sind es 16 mm, bedeutet, ich bekomme eine 32 mm Scheibe raus. Dann stelle ich mir das Anlaufkugellager bündig mit meinem Fräsanschlag. Und damit die Kantel geführt wird, spanne ich mir noch eine Platte als Führung hin. Und dann kann es im Endeffekt schon losgehen. Die Kantel wird dann an allen 4 Seiten abgerundet. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommt am Schluss ein super perfekter Rundstab dabei raus. Und schwuppdiwupps habt ihr eine Rundstange in der Größe, in der ihr sie braucht. Weiterer Vorteil in dem Material, in dem ihr es braucht. Nehmen wir an, ihr braucht Nussbaum oder Eiche. Ja, gibt es im Baumarkt halt eher weniger. Da gibt es meistens bloß Buche. Kann scheiße sein. Ich wollte Esche. Und jetzt habe ich hier einen wunderbaren Esche-Rundstab. Klar, Abrundfräser brauchst du, verlinke ich euch unten. Und dann kannst du im Endeffekt jeden Rundstab in jeder Länge selber herstellen. Und also ich finde die Möglichkeit cooler als im Baumarkt zu gehen und mir für sehr, sehr viel Geld diese Rundstäbe zu kaufen, weil Esche Rundstab in der Dicke, da muss ich Millionär sein. So ging es gerade nicht, weil der Puck klemmen geblieben ist und ein Stück rausgebrochen. Jetzt haben wir einfach hier eine Markierung hingemacht und dann kann dieses Teil, wenn es fertig ist, einfach nach hinten wegspringen. Wenn wir die Pucks haben und der Leim abgebunden hat, können wir das Ding im Endeffekt finishen.
Für die Oberfläche nehme ich ein Hartwachsöl. Das hinterlässt auf der Oberfläche einen Wachsfilm und somit gleiten die Pucks am Schluss perfekt. Und voll nei. Scheißdreck. So, die Spannung von der Schnur stelle ich mir jetzt so ein, dass es schön gemütlich durch die Gegend flitzt. Ja, ich kann es natürlich auch krass spannen, aber dann schießt es weiß der Geier wohin. Also ganz entspannt spannen. So reicht's vollkommen. Ich würde sagen, das gleitet schon recht gut. Game Time! Das hier ist mein Opfer, Gegner meine ich. Opfer, das kenne ich. Opfer habe ich schon mal gehört. So, also, jeder kriegt die gleiche Anzahl an diesen Pucks. Und Ziel des Spiels ist es, alle seine Pucks, wie du es schon gerade machst, auf die gegnerische Seite rüber zu schießen. So, dann würde ich mal sagen, let's fetz. Ey, du hast geübt. Fragen noch? Du hast geübt, du Schlinge. Also, ich nehme noch mal 6 Stück. Und dann kommen wir hier zurück. Hau die Wetze fertig los. Jetzt halt! Du gibst. Noch Fragen? Also, ihr seht ein Spiel, was wirklich Spaß macht. Hohes Tempo. Ich habe es auch schon mal daheim gehabt, habe es mit einem Kumpel gespielt. Macht super viel Spaß. Kann ich euch empfehlen, baut es nach. Die zocken Otto jetzt noch ein bisschen ab. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, bis die Tage. Servus. Ich krieg dich. Ja.